Hallo liebe Leute, ich bin's, der Michael aus Russland wieder mal, ja. Gut. Ich war bei der Polizei, ich wollte eine Anzeige wegen Unterlassung der Hilfeleistung aufgeben. Ja. Und hab die an diesem Tag schon gefragt. Ihr wisst ja, was passiert ist, ja. Weil ich das euch schon mal erzählt habe in den anderen Dienst. War ich nicht mit meiner Mutter bei der Polizei. Sind wir auch schnell rangekommen. Und dann wurde mir unterstellt, warum ich nicht da geblieben bin. Ihm ist ja das noch gut gegangen. Er hat ja nur gebrochen. Und hat sich auch nicht irgendwo an der Brust oder sonst so angefasst. Das hätte ich sofort den Rettungswagen gerufen. Du kannst ja nicht schon vorher einen Rettungswagen rufen, wenn noch gar nichts ist, ja, da hätten sie ihn Pletten oder sonst was aufgeschrieben und dann wären sie auch wieder gefahren. Dann, die sind nur nicht, die haben alles durchgegeben, wo er wohnt, wo er ist, das war hart, ja. Und die sind nicht hingefahren, die haben sich strafbar gemacht. Und die Polizei tut dann noch die Angehörigen verständigen, ja. Das, was ich eine große Frechheit finde, was die Polizei machen tut, die muss das entlastend und belastend finden, aber nicht nur in einer Richtung ermitteln, ja. Dann kriegt man noch Vorwürfe von der Polizei gemacht. Warum haben die das nicht gleich an den ersten Tag gemacht? Essen, wo ich eine Anzeige wegen Unterlassung der Hilfeleistung machen wollte, ja. War ja von dreimal da, auch ein Polizeirevier, ja, wegen der Sache, ja. Und immer wieder haben die mich verkackeiert, die Polizisten. Haben wir keine Zeit, kommen Sie wieder, ja, wunderbar. Und langsam reißt es, wenn das ich gehe aufs Gericht und werde mich erkundigen, was ich noch dagegen machen kann. Der Polizeiapparat, der kriegt auch noch was zu spüren. Das lasse ich mir nicht gefallen. Darf mich nicht beschuldigen, was ich nicht im Voraus gewusst hätte, ja? Ich habe ja sofort, wo ich meinen Vater gefragt habe, noch am Telefon, sofort gleich danach einen Rettungswagen gerufen, ja? Da lasse ich mir nicht unterstellen, ich daran schuld wäre, ja. Die sind dran schuld. Wenn dann der Anrufer tut, müssen sie den Einsatz sofort rausgeben, auch wenn einer fressen tut, ja. Bei den kleinen Säuglingen ist genau dasselbe. Zu anderen Einsätzen, wenn sich einer in Finger schneidet oder sonst was, da fahren sie hin. Aber bei so einem Fall, wo er auch Hilfe angewiesen da, ja, er war hilfebedürftig. Und kein Stein ist dahin gefahren. Entschuldigung für diesen Ausdruck. Aber das stimmt alles. Nur die Polizei, die stellt das noch in Frage, ob sie das so wirklich gesagt haben, das ist mal so hingestellt und dass die Hautärztin sagen tut, das interessiert uns nicht, ja, mir schon klar, weil das sind eindeutige Beleidigungen, er Verletzten hatte, ja, und die sind nicht hingefahren, die haben sich strafbar gemacht. Sie hätten sich überzeugen müssen. Und deswegen plage ich das Recht jetzt ein. Langsam reißt es. Das passiert fixfakt in Deutschland. Es sind keine Einzelfälle. Es wird nur nicht rüber in Deutschland gesprochen. Es wird alles schön unter den Teppich gekehrt. Nee, wir machen ja keine Fehler. Wir sind alle außen vor, hat ja die Polizei gleich gesagt. Uns wäre es ja auch gefallen. Und Lügen tut die Polizei auch noch. Die haben sich da gar nicht bei der Erkundigung. Ja,
Das finde ich eine große Sauerei. Als Privatperson, wenn du hingehst und eine Aussage betätigst, wirst du noch aufgeklärt, was deine Rechte sind, was deine Pflichten sind, wenn du und wollen dir gleich nicht Gefängnis drohen, ja? Die haben es doch hier nicht mehr alle. Ganz sauber ticken sie auch nicht mehr. Aber da gehört eigentlich noch ein Gesetz davor gezogen. Nur leider konnte ich nichts mehr machen, aber ich denke, um sein Recht könnten, das bin ich ihm so schuldig. Das gehört sich nicht. Es passiert immer wieder in Deutschland und da interessiert sich keiner dafür. Wenn kein Herr Politiker ist oder keine Frau Merkel ist, dann wird es klein gehalten. Aber das ist traurig, wenn alte Leute auch Hilfe angewiesen sind und die Hilfe wird verweigert, ja. Ich finde es schrecklich, wenn ich das machen könnte. Wenn ich ein Auto gehabt hätte oder sonst was, hätte ich nur in den Krankenhaus gefahren. Nur bis ein Taxi kommt, raus aus 10 Minuten. Der Taxifahrer macht sich ja auch fragbar, wenn er so einen befördert und da passiert das, ja? Jetzt ist der Taxifahrer noch der Dore. Die Polizei hat gesagt, warum haben sie nicht ein Taxi gerufen? Die sind ja auch besonders klug, die Herren Polizisten. Der Amt simuliert die da mal. Ja, mehr brauche ich euch dazu nicht zu sagen. Aber das ist in Deutschland passiert, in Russland. Und ich will wissen, warum die da nicht ein Rettungswagen hingeschickt haben. Die Antwort sind sie mir schuldig. Wir haben alles zum Rett durchgegeben, du er ist. In der alleine ist. In der Demenz hat, ja. Wir haben alles dort gegeben. Nur die vermuten der nicht selber, aber haben sie noch gesagt. Die haben es hier nicht mehr alle. Und leben Pimmeln in diesem Einsatz, der, wenn einer sich in den Finger schneidet, kommen sie sogar. Aber bei sowas kommen die nicht. Ich finde es einfach traurig, wenn man alt ist und kriegt dann keine Hilfe, wenn man Hilfe braucht, ja. Ja, das ist Das ist, ärgerlich. ich verstehe es nicht, warum es wird nicht in Deutschland ruhiger gesprochen. Das ist ein Tabuthema, ja. Und der ruhiger muss gesprochen werden. Es wird ja nicht besser, wenn alle schon an Tätigkeit. Irgendwann tut die Bombe platzen. Es wird aber so klein gehalten, da hat die Polizei gesagt, besser, wenn sie das auch sich beruhen lassen, das wäre ganz gut, weil das kann sich sonst kein Rettungsdienst erlauben, das haben sie noch gesagt, ja. Ich finde es, das gehört mal in den Nachrichten und in die Zeitung gesetzt, was da Missstände sind, ja. Als kleiner Bürger kann man nicht so viel machen, aber an die Öffentlichkeit wenden und das mal richtig die Meinung äußern, was man davon halten tut. Das wäre auch in Roland sein Sinne bestimmt gewesen. Glaub schon. Gut. Dann tschüss und mach. Schreibt bitte da in den Kommentaren das da rein. Ich würde mich vorher freuen. Und der Michael aus Rüsselsheim wieder mal. Tschüss.